Da auch dieser Film wieder über 10 Minuten geht, am Anfang gleich einige Hinweise. Wer mehr über die Reste der Vitalbahn erfahren möchte, sollte diesen Kanal abonnieren. Über ein Like würde ich mich ebenso freuen wie über Kommentare. Nach den Vorabbemerkungen jetzt zum Film. Der letzte Film endete mit einem Bahndamm in einer Baumgruppe. Dieser Bahndamm ist in der Bildmitte zu sehen. Rechts und links am Bildrand sind aber ebenfalls Bahndämme der Vitalbahn zu sehen. Wie das kommt, sehen wir uns gleich auf der Karte an. Hier ist die aus dem letzten Film bekannte Karte noch etwas verfeinert. Die Autobahn, die heutige A3, wurde semitransparent dargestellt, da sie in diesem Bereich erst ab 1939 eröffnet wurde. Der Darstellungsbereich des Filmes ist wieder gelb hinterlegt. Die eben gesehene Perspektive ist hellgrün hinterlegt. Die besondere Form des Bahnhofs St. Katharinen als Spitzkernbahnhof lag daran, dass dieser Bahnhof letztendlich zwei gegenläufige Steilstrecken miteinander verbunden hat. Und letztendlich mussten auf Steilstrecken Triebfahrzeuge auf der Talseite des Zuges stehen. Somit ist auch der seltsame Streckenverlauf erklärt. Mittlerweile ist die Karte in bestimmten Bereichen so detailliert, dass es sich lohnt, sie noch ein wenig zu vergrößern. Zum einen ist erkennbar, dass der kleine Spitzkernbahnhof Notscheid tatsächlich eine doppelte Gleisverbindung, einen sogenannten Hosenträger, hatte. Allerdings wurde dieser Hosenträger kurz nach dem Krieg ausgebaut. Durch die Kriegsschäden war es schlicht nicht mehr notwendig, an dieser Stelle einen Hosenträger zu haben. Am Bahnhof Vettelschoss ist das Anschlussgleis für die dort stehende Brecheranlage eingezeichnet. Auch die Gleisverläufe an der Schüttrampe und im Schmelzbasaltwerk in Kahlenborn sind zu erkennen. Nun zurück zur Teilstrecke Kahlenborn-St. Katharinen. Wer aus Richtung Kahlenborn kommt, fährt auf dem westlichen Gleis in St. Katharinen ein. Hier ist der betreffende Bahndamm von Westen aus zu sehen. Rechts hinter den Bäumen steht das ehemalige Empfangsgebäude des Bahnhofs St. Katharinen. Wir sehen also quasi die Gleisseite der Bahnanlage. Hier die Straßenseite des Gebäudes. Trotz des erheblichen Umbaus ist das ehemalige Empfangsgebäude immer noch leicht zu erkennen. Und ein Blick auf den ehemaligen Güterschuppen der Station. Hier der Blick in alle Richtungen. Geradeaus wäre es nach Kahlenborn gegangen und im weiten Bogen nach rechts wäre es vor dem Krieg nach Flammersfeld gegangen. Auch an dieser Stelle stand früher eine Brücke. Unter ihr führte die Straße nach Vettelschoss durch. Links von der Brücke lag der Hosenträger. Rechts von der Brücke trennten sich die Gleise Richtung Kahlenborn und Vettelschoss. Im Bild rechts zu sehen ist die alte Landstraße nach Vettelschoss. Links ist der Bahndamm, der mittlerweile auch ein wenig abgetragen wurde, um Platz zu machen für eine neue Lagerhalle. Hier ist relativ deutlich zu erkennen, wie viel Bahndamm abgetragen wurde. Der bereits mehrfach erwähnte Bahndamm im Wellchen gehört zur Strecke nach Kahlenborn. Die Villa im Hintergrund steht quasi genau auf der Trasse der Wiedtalbahn. Während die gezeigte Trasse nordwestlich Richtung Kahlenborn verlief, schlängelte sich die andere Trasse nordöstlich Richtung Vettelschoss. Standortwechsel. Wir befinden uns zwischen St. Katharinen-Notscheid und dem Ortsteil Kau in Vettelschoss und wir blicken auf das altbekannte Wäldchen. Die Trasse in Richtung Vettelschoss beginnt in nordwestlicher Richtung und beschreibt dann einen weiten Bogen bis in östliche Richtung. In diesem Bereich ist vom Boden aus kein Trassenrest mehr zu sehen. Wenn Google Earth allerdings eine Satellitenaufnahme aus dem Beginn der Vegetationsperiode veröffentlicht, dann ist die ehemalige Trasse deutlich an den unterschiedlichen Wuchsformen der Pflanzen zu erkennen. Sozusagen Luftbildarchäologie für Amateure. Kommen wir aber nun zurück auf den Boden der Tatsachen. An dieser Stelle stand eine Brücke, welche die alte Landstraße zwischen Vettelschoss und Notscheid überspannte. Kommen wir nun zu einem Rest der Vitalbahn, der normalerweise nicht öffentlich zugänglich ist, denn er liegt in meinem Garten. Mein Garten liegt übrigens direkt links außerhalb des Bildes. Hier der Blick von meinem Garten aus auf die eben gesehene Stelle. Wenn wir den Blick um 180 Grad wenden,
dann sehen wir meine 17 Meter Vitalbahn. Der Hektometerstand ist zwar mittlerweile etwas schräg, aber ich finde, da passt er ganz gut zu mir. Wenden wir den Blick nun wieder in Expeditionsrichtung Bahnhof Vettelschoss. Der Rasen hat den letzten Winter offensichtlich nicht so gut überstanden. Der Standpunkt ist wieder die Landstraße zwischen Vettelschoss und Nordscheid. Das Gelände ist für den Bau einer Bahntrasse nicht wirklich ideal, aber die Basaltindustrie hat den Bau der Strecke durchgesetzt. Begeben wir uns nun an das Ende der im Bild sichtbaren Senke. Wie im Bild zu sehen ist, nimmt die Höhe des Bahndamms rapide ab. Das liegt aber auch daran, dass das Gelände neben dem Bahndamm erheblich ansteigt. Hier hat der Weg die Höhe des Bahndamms erreicht und wir blicken zurück in Fahrtrichtung St. Katharinen-Notscheid. Ab diesem Punkt senkte sich die Trasse in einen künstlich geschaffenen Geländeeinschnitt. Jetzt sind es nur noch ein paar Meter, bis man zum ersten Mal den Standort des ehemaligen Bahnhofs sehen kann. Wer genau hinguckt, sieht hinter der zweiten Grünfläche einen verdächtigen, langgezogenen Wald. Doch dazu später mehr. Nun wieder zurück zum aktuellen Standort. Bis zum etwa 1 Kilometer entfernten Bahnhof Vettelschoss mussten noch ca. 60 Höhenmeter überwunden werden. Zeitgenössischen Berichten zufolge sind Züge zwischen dem aktuellen Standort und dem Bahnhof sehr oft hängen geblieben. Allerdings geht aus diesen Berichten nicht hervor, ob es sich noch um die Zahnradlokomotiven der Baureihe 97 der preußischen T26 oder um die adhäsionsgetriebene preußische T16.1 bzw. Baureihe 94 5 bis 17 handelte. Letztere kam auf der Vitalbahn ab 1926 versuchsweise zum Einsatz. Nachdem sich die Baureihe 94 auf Steilstrecken bewährt hatte, wurden die Zahnstangenabschnitte auf der Vitalbahn bis 1931 entfernt. Der Geländeeinschnitt der Vitalbahn verlief direkt hinter dem im Bild zu sehenden asphaltierten Feldweg. Zumindest dieser Bereich der ehemaligen Trasse ist schon seit Jahrzehnten überbaut. Wirklich bewusst geworden ist mir diese Situation allerdings erst, als ich zufälligerweise die Besitzerin des Reitplatzes in Vettelschoss getroffen hatte. Sie erzählte, als ihr Vater mit dem Bau des Reitplatzes begonnen hatte, sei an der Stelle ein tiefer Graben gewesen, der sich bis auf das Niveau des Streiffirmengeländes hier im Bildhintergrund herabsenkte. Die komplette Tragweite dieser Information ist mir allerdings erst später bewusst geworden. Eigentlich hatte ich die Straße hinter der Baumreihe in Verdacht, die ehemalige Trasse der Vitalbahn zu sein. Aber es ist wohl so, dass sich die Trasse der Vitalbahn in einem Geländeeinschnitt absenkte bis auf den Bereich vor der Baumreihe mittig im Bild. Der im Vordergrund parallel zum Zaun verlaufende Weg war damals übrigens eine Brücke. Jetzt befinden wir uns auf dem ehemaligen Gelände der Firma Streif und blicken in die entgegengesetzte Richtung. Erschwerend kommt hinzu, wir stehen auf der Trasse der Vitalbahn. Im mittleren Bereich des Bildes sieht man ein Zelt. Das steht auf dem zugeschütteten Geländeeinschnitt der Vitalbahn. Einige Meter vor dem Zelt verlief die bereits erwähnte Brücke. Wenden wir den Blick nun wieder in Fahrtrichtung des nur wenige hundert Meter entfernten Bahnhofs Vettelschoss. Genau auf der Trasse der ehemaligen Vitalbahn steht nun ein Silo. Links davon ist an der Laderampe relativ gut zu erkennen, wie stark geneigt das Gelände ist. Nun befinden wir uns hinter dem eben gesehenen Silo. Die Vitalbahn wäre knapp innerhalb der Halle parallel zur Außenwand der Halle verlaufen. Jetzt sind wir hinter der eben gesehenen Halle und vor dem Bahnhof Vettelschoss. Links vor uns, etwa im Bereich des blauen Containers, müsste das Anschlussgleis für die Brecheranlage am Bahnhof hier in Vettelschoss geendet haben. Die Zufahrt zum Bahnhof ist immer noch ein Verkehrsweg geblieben, wenn auch nicht mehr für die Schiene. Aber irgendwas ist ja immer. Blick zurück auf den Standort von eben. Das blaue Tor markiert etwa die Stelle, an der das Gleis der Vitalbahn verlaufen ist. Drehung um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Wir blicken in die alte Bahnhofsstraße. Das Empfangsgebäude stand etwa da, wo jetzt mein Ampera steht. Die Strecke führte dann weiter in nordöstliche Richtung. Nach wenigen hundert Metern überquerte sie die Landstraße Richtung Oberelsaff. Auch an dieser Stelle stand bis vor einigen Jahren eine Brücke,
Wie man sieht, wurde sie mittlerweile abgerissen. Dies ist übrigens der Bahndamm, den man bei Minute 6:15 weit unten im Tal sehen konnte. Jetzt haben wir das Ortsschild von Vettelschoss und das Filmende fast erreicht. Ein paar Meter weiter beginnt der ehemalige Zahnradabschnitt nach Oberelsaff. Aber das kommt im nächsten Film. Wer mehr über die Reste der Vitalbahn erfahren möchte, sollte diesen Kanal abonnieren. Über ein Like würde ich mich ebenso freuen wie über Kommentare.